So, weiter oben. Was erwartet uns weiter oben nur? Schauen wir. Dann lasst uns mal schauen, was uns weiter oben erwartet. Ich ahne Fürchterliches. Ich auch. Oh. Sehr epische Musik übrigens. Nein! Aisha! Die hört dich nicht mehr. Nett. Hier hat sich jemand anscheinend sehr viel Mühe gegeben. Asuka ist so... Asuka, du bist absolut taktlos. Na wenn schon. Der Tod ist nur ein Spiel. Aisha! Meine geliebte Aisha! Wieso ist das alles nur passiert? Ich liebe dich so sehr. Walna? Nein! Episch. Ach, Liebe. Was willst du mit Liebe, Mann? Oh, Aisha. Los, holen wir sie da runter. Holen wir uns eine runter. Oh, sie hängt da aufgespießt. Hey, nettes Schwert. Ja, ein Kristallschwert erhalten. Episch. Episch, ja, liebe Leute. So ist es um Aisha geschehen. Aber ihre Leiche war noch da. Also hat Walna endlich Aishas Leiche gefunden? Doch wieso hing sie am Baum? Hat der Abraxas sie da hochgebracht? Es sieht jedenfalls ganz danach aus. Aber wieso hat er ihr nicht den Kopf abgeschnitten? Ich denke, er tötet andere Vampire für Geld. Wieso hat er sie dann am Baum aufgehangen? Nicht mal langweilig. Ich sehe schon. Du hast viele Fragen. Also, dann erkläre ich es dir. Abraxas tötet für Geld, das ist richtig. Und doch hat er Aisha nicht so getötet, dass er Geld dafür erhielt. Aha. Nein. Er hat Aisha aus einem ganz bestimmten Grund da aufgehangen. Okay. Und der wäre? Nun sei doch nicht so ungeduldig. Ich erzähl's dir ja. Jedenfalls hat Abraxas Aishas Leiche mit einem speziellen Zauber belegt. Aha. Mit einem Zauber, der es Abraxas ermöglicht, durch die toten Augen von Aisha zu sehen. Oh. Denn Abraxas nutzte Aishas Körper als Köder. Da Vampire von Blut angezogen werden und erst recht von dem Blut anderer Vampire, hatte sich Abraxas erhofft, so noch mehr Vampire aufzuspüren, für deren Köpfe er dann Blut tränke und Fila bekommen würde. Aha, Abraxas ist schlau, muss man sagen. Also ganz einfach eine Falle? Genau. Aber ist Aisha überhaupt richtig tot gewesen? Ich meine... Du hast gesagt, dass man einen Vampir den Kopf abschlagen muss, um ihn endgültig zu vernichten. Du bist ein sehr schlauer Junge. Nein, ich habe nur gute Ohren. Nun, das Schwert steckte jedenfalls tief in Aishas Herzen. Wenn du das Herz eines Vampirs durchstichst, wird er komplett gelähmt. Doch richtig tot ist sie wirklich nicht. Nur komplett gelähmt und sehr schwach. Und das sollte sich kurze Zeit später als ein sehr kritischer Faktor herausstellen. Jedenfalls zur selben Zeit in Abraxas Versteck. Sag mal, man spürt doch, wenn eine Person oder was weiß ich noch lebt. Ich meine, sie atmet ja noch leicht, weil sie ist gelähmt, okay. Aber, ey, man, das würde doch man doch spüren, oder? So, mal schauen, ob sich inzwischen dort oben was getan hat. Was ist das? Das ist so geil, Kino. Nein, ja, dann wiederholt sich das alles nochmal. Der schon wieder. Nett. Ja, genau, na wenn schon, ja, Da ist ja auch die kleine Hure von ihm. Aber wer ist das? Moment, den kenne ich doch auch. Woher nur? Woher? Ho, ich muss mir alles in meinen Terminplaner reinschreiben am besten. Aisha, wieso ist das alles passiert? Na, was soll's. Jedenfalls weiß ich jetzt, wo die beiden stecken. Und den anderen werde ich auch gleich töten. Ja, das wird mir wieder sehr viel Reichtum bescheren. Oh ja. Oh, Aisha. Ah. Nettes Schwert. Hey, mein schönes Schwert. Ach, bald kann ich mir tausende neue Schwerter kaufen. Was machen Sie denn jetzt? Asuka, bitte beleb sie wieder. Na schön, wenn es dein einziger Wunsch ist. Ja, bitte. Dann bist du mir aber noch mehr schuldig, Walna. Jetzt hör doch mal auf, dauernd so zu denken. Du schuldest mir das und dies. Ha! Hört auf, euch zu streiten. Helft mir lieber. Am besten, wir bringen sie in die Höhle. Da weht es nicht so stark. Das gefällt mir. Dann wird sie da wiederbelebt, wo sie ihren Tod fand. Ich finde das zwar schon beinahe makaber, aber gut. Solange sie wieder lebt. So, sie wollen sie wiederbeleben. Was für Narren.
Asuka ist schon geil. Wie Kino, Alter. So, da wären wir. Soweit, so gut. Und nun? Jetzt gibst du mir das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Wie bitte? Du hast mich doch verstanden. Das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Jetzt sag nicht, du hast kein Blut besorgt. Denkst du überhaupt mit? Du warst doch dabei, als ich dein Blut genommen habe, um Elaine wieder zu beleben. Du wusstest doch, dass man solches Blut dafür braucht. Natürlich. Ach, wie dumm von mir. So behindert. Was für Schwächlinge. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen nochmals mein Blut. Durch mein Blut soll sie leben. Das ist doch Wahnsinn, das klappt niemals. Nein, das werden wir nicht machen. Und wieso nicht? Bei Elaine hat es doch auch funktioniert. Valna! Wir brauchen das Blut eines Menschen! Du bist ein Vampir! Ich glaube, das sind doch nur faule Ausreden. Ihr wollt nämlich gar nicht, dass Aisha wieder lebt. Valna, hör auf, so etwas zu sagen. Du wagst es, mich zu kritisieren? Ja! Ihr wollt doch nur, dass ich unglücklich bin, damit ihr mich leichter kontrollieren könnt. Gleich zerreißen sie sich gegenseitig die Kehle. Valnar, ich warne dich. Nein, ich warne dich. Treib es nicht so weit. Ich soll es nicht so weit treiben. Ich bin dein Schöpfer, vergiss das niemals. Oh, wie gerne ich es doch vergessen würde. Okay, jetzt reicht es. Köstlich, was für eine Szene. Ich finde die Stille so geil. Die beiden. Valnar, streck sofort deine Hand aus. Und wieso sollte ich? Streck sofort deine Hand aus. Schon gut. Schon gut. Sabine. Asuka, was hast du vor? Oha. Hack ihm die Hand. Halt still. Hey. Wow. Hand abgehackt. Ah, ouch. Valnar. Und jetzt fülle ihren Mund mit deinem Blut. Asuka, du willst doch nicht wirklich. Ich werde zeigen, was seine Sturheit bewirkt. Aisha, gleich wirst du leben. Gleich wirst du leben. Ja. So ist richtig. Füll sie, füll sie. Was soll das nur werden? Enough est pur. Ralgala, sitor est anala. Von den Toten auferstanden, zeige deine Macht der Welt. Geboren im Licht, auferstanden im Schatten. Deine Seele sei nun schwarz wie die Nacht und mächtig wie das Chaos. Erwache aus deinem Schlaf. Kann das nur gut gehen? Kann das nur gut gehen? Oh, epische FF5-Musik. Episch. Ex-Death! Oh, was wird passieren? Leute, wird Aisha wieder leben? Wird Aisha wieder leben? Was? Was ist passiert? Aisha! Du lebst wieder! Oh, mir tut alles weh. Oh, mein süßer Schatz. Ich liebe dich. Jetzt wird's kitschig. Asuka, freu dich doch für Valnar. Ja, ich weiß nicht so recht, ob er sich freuen kann, ne? Hm. Erstmal Google. Wo bin ich? Und wer seid ihr? Ich bin's, mein Liebling. Erinnerst du dich nicht? Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mach dir keine Sorgen, das sind bestimmt noch Nachwirkungen des Zaubers. Das glaube ich nicht. Alles dreht sich um mich. Was hast du? Tja, liebe Leute, du bist kein Mensch. Sie brauchte das Blut eines Menschen. Beziehungsweise sie war ja noch nicht mal richtig tot. Oh. Aisha? Ich werde euch alle töten! Ich hab's geahnt. Das hast du jetzt von deiner Sturköpfigkeit, Valnar. Deine Freundin ist ein unberechenbares Monster geworden. Aber... Ich werde euch euer Blut völlig aussaugen. Von euch wird nur noch eine leere Hülle übrig bleiben. Okay, jetzt ist genug. Stirb! What the fuck? Aisha! Sie ist weg. Aisha? Sie ist weg? Da siehst du mal, was deine Sturköpfigkeit gebracht hat. Wie konnte das nur passieren? Jetzt hör auf zu heulen. Sie ist ein Monster geworden. Finde dich damit ab. Niemals! Ich liebe sie! Du hast anscheinend recht. Niemals! Ich liebe sie! Du bist wirklich ein extrem starkköpfiger Vampir, Valnar. Und wenn schon, lasst uns gehen. Es bringt nichts mehr, noch länger hier zu bleiben. Gehen wir zum Schloss zurück und planen dort, was wir als nächstes unternehmen. Schweigen.
Ja. Was ist passiert, Leute? Aisha ist ein Monster geworden. Ein unberechenbares, blutrünstiges Monster. Aisha ist also böse geworden? Wieso denn, Opa? Nun, der Zauber von Aska ist einfach nicht geeignet gewesen. Denn erstens war Aisha ja gar nicht richtig tot. Genau. Und der Zauber darf nur auf wirkliche Tote gezaubert werden. Und zweitens war Walnas Blut nicht für diesen Zauber geeignet. Und die Kombination dieser beiden Faktoren hat letztendlich ein blutrünstiges Monster aus Aisha gemacht. Wie tragisch. Und was hat Abraxas derweil gemacht? Er hat die Szene soweit mitbekommen, bis sich Aisha teleportiert hatte. Natürlich ist sein Zauber trotzdem noch aktiv. Und so kann er auch weiterhin durch Aishas Augen sehen. Aha. Wieso hat Aisha eigentlich nicht die drei angegriffen? Aisha hatte erkannt, dass sie im Moment nicht ihre volle Kraft besitzt. Aber früher oder später werden die vier wieder aufeinandertreffen. Auseinander. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter? Nachdem sie dann alle festgestellt hatten, dass sie im gleichen Kindergarten groß geworden sind und die böse Hexe in Wirklichkeit ihre damalige Kindergartenaufseherin war, sprangen sie sich alle glücklich in die Arme und lebten von nun an friedlich miteinander. Opa? Leute, das ist, diese Stelle müsst ihr euch an ein anderes Spiel erinnern. An ein ganz besonderes Spiel. Diese Aussage jetzt gerade mit dem Kindergarten und der Hexe, das ist... Ich bin gespannt. Ich werde jetzt nichts sagen. Ich bin gespannt, ob ihr genau zuhört. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, aus welchem Spiel diese Phrase ist. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Mich interessiert es wirklich brennend, ob ihr das wisst. Auch für diejenigen, die Vampire's Dawn eventuell noch nicht kennen. Aber diese Aussage war aus einem anderen, sehr bekannten Spiel. Schreibt es mir in den Kommentaren, ich bitte euch darum, auch wenn ich euch umsonst nichts mehr bitte, das wäre richtig episch, also wenn ihr mir sagen würdet, oder wenn ihr wisst, aus welchem Spiel das ist, danke. Opa? Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Wie? Oh, mein Alzheimer hat wieder zugeschlagen. Entschuldige, ich bin etwas dement diese Tage. Das war ja eine ganz andere Geschichte. Ich werd halt auch nicht jünger. Jedenfalls flogen die drei dann zurück zu Askas Schloss und planten ihre weiteren Schritte. Yeah. Schritteplan, wie langweilig. Ah, jetzt kommt, okay. Also, ich denke, unsere Ziele sind eigentlich klar. Erstens suchen wir nach Aisha und wenn wir sie gefunden haben, machen wir sie unschädlich. Zweitens suchen wir den Auftraggeber dieser Ratte, die mein Schloss angegriffen hat. Wenn wir ihn gefunden haben, reißen wir ihm den Kopf ab und kacken ihm in den Hals. Du kannst das immer so präzise und völlig ohne Skrupel sagen, Liebling. Ich bin ja auch schon lange genug Vampir. Oh. Aber du hast noch Abraxas vergessen. Und seinen unbekannten Auftraggeber. Ach so, richtig. Also, drittens suchen wir nach Abraxas und seinem Auftraggeber. Na schön, da haben wir ja viel zu tun. Ich denke, es wird Zeit, dir zwei neue Zauber beizubringen, Walnar. Ich zeige dir jetzt die Zauber Fledermausmantel und Zuflucht. Oh ja, sehr schöne Sachen. Als Fledermaus können wir dann die Welt erkunden. Der Zauber Zuflucht bringt dich immer in mein Schloss zurück, sodass du hier alle Dinge schnell nutzen kannst. Also, Seelensteinherstellung, die Verschmelzung mit Seelen zu deiner Stärkung, das Seelenglücksspiel und natürlich den Zauberkreis, wo du neue Zauber lernen kannst. Du solltest alles sehr oft nutzen, denn es macht dich mächtiger und wird uns helfen. Wenn du den Zufluchtzauber noch einmal benutzt, kommst du wieder an die gleiche Stelle zurück, wo du vorher standest. Das ist gut. Also pass auf, die Zauber gehen so, und so, und I und A. Die Zauber sind cool. Fledermaus natürlich. Zuflucht auch sehr genial. Auch sehr nützlich. Ich gebe dir noch eine Karte, mit der du dich besser auf der Welt orientieren kannst. Yay, eine Weltkarte. Aber wir hatten doch schon eine. Ich muss dir auch noch eine Kleinigkeit erklären. Wie du schon wissen solltest, ist die Welt voller Menschen, Monster und gefährlicher Tiere. Da dich aber nichts hindert, jede Höhle dieser Welt zu durchforsten, kannst du froh sein, dass es deine Vampirsinne gibt. Sie schlagen Alarm, wenn du dich in ein Gebiet begibst, in dem zu starke Monster ihr Unwesen treiben. Wenn du folgendes Symbol in deinem geistigen Auge siehst, dann solltest du dich von dieser Gegend fernhalten, bis du stärker geworden bist. Genau. Der rote Totenkopf. Und wenn du folgendes in deinen Gedanken siehst, dann weißt du, dass in der Nähe ein einzelner, sehr starker Gegner sich aufhält. Auf Deutsch ein Boss. Ja, übrigens triffst du als Wolf oder als Fledermaus wesentlich seltener auf Gegner. Und noch was zu der Fledermausverwandlung. Achte unbedingt darauf, dich nicht auf dem offenen Meer zurückzuverwandeln. Das wäre nicht gut. Deine vampirale Aura verhindert zwar, dass du versinkst, aber du steckst immer noch fest. Wenn du dann kein Blut mehr hast, sieht es schlecht für dich aus. Es gibt zwar eine letzte Rettung, aber dafür musst du einen hohen Preis bezahlen. Es ist der Zauber Blutkonzentration. Wenn du ihn sprichst, erhöht sich zwar dein Blutvorrat, aber du verlierst dauerhaft Lebensenergie.
Setz ihn also nur im Notfall ein. Ja, den brauche ich eigentlich nicht so wirklich, diesen Zauber. Von dem her, yeah. Ja, na schön, dann lasst uns aufbrechen. Yay, Leute. Oh, hier ist ein Boss. Oh, hier ist ein Boss. Wo, wo, wo? Im nächsten Video werden wir ein bisschen... Ach, egal, wir können nicht spielen. Ich habe doch nicht so viel... Ich habe doch nicht so viel Seelen. Gut, Leute, beim nächsten Mal... was, hier ist ein Boss? What the fuck? Werden wir uns weiter begeben in diesem Spiel. Jetzt können wir die Welt erkunden. Yay, mal sehen, was uns erwartet.